Hallo Leute und herzlich willkommen zum Part Nummer 4 der MongoDB-Serie. Und zwar, ja, gestern kam ja das Video bezüglich Installation auf einen Server und da sollte einem dazwischen kommen und ja, heute werden wir uns hier nochmal ein bisschen drum kümmern. Ich habe vorher noch mal auf Twitter gefragt, da könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so, sage ich mal, in dieser MongoDB-Serie noch sehen wollt. Ob wir das theoretisch auch danach, nachdem wir die MongoDB-Sachen fertig haben, sagen wir mal so ein kleines Lobby-System damit machen mit MongoDB, dass man Permissions zum Beispiel da abspeichert, Gruppen und und. Aber wir machen jetzt erst noch einmal dieses Update rein, dass wir auch, weil wir das jetzt im Player-Listener drin haben, dass die Daten geladen werden, beziehungsweise der User erstellt wird. Und das soll natürlich auch geupdatet werden. Und dann als nächstes war gefragt, da ich ja damals, mal gucken, ob ich das eben schnell finde, das Short bei MySQL, da. Damals haben wir ja auch die Videos dazu, beziehungsweise das Video dazu gemacht mit Stats-System in MySQL, beziehungsweise Toplist. Das werden wir jetzt in den nächsten Parts hinzufügen, da werden wir uns jetzt so langsam dran setzen. Wahrscheinlich gleich schon ein bisschen mit anfangen, mit den Entity und sowas, damit ich genug Inhalte hier mit reinbekomme. Und ja, das packe ich jetzt mal wieder weg. So, dann fangen wir jetzt hier erstmal direkt an. Wir gehen in unser Backend Manager. Ich packe mal einmal das auf die Seite. So. Da haben wir unsere User-Datei und wir haben hier unser Backend. So, wir haben hier unsere Methode, um den User zu createn. Und jetzt machen wir uns einmal die Methode, um auch updaten zu können. Und zwar werden wir jetzt hier schreiben, nochmal, ich komme mal ein bisschen weiter runter. Public Void Update User. Da schmeißen wir erstmal mal wieder den typischen den Spieler rein, Player Player. Und brauchen wir wieder einen Consumer, weil wir hier nochmal das User-Objekt nach dem Update nur noch zurückgeben, falls damit gearbeitet werden will. Und haben so unsere Methode hier fertig. Ich hole mir jetzt erstmal nochmal wieder die UID in einem String. Also String UID ist gleich player.getUID.toString. Und jetzt können wir hier anfangen. Und zwar gehen wir wieder mit plugin.getMongoManager.getPlayers wieder in die Player Collections rein und wollen ja jetzt in dem Fall das Objekt replacen. Deswegen benutze ich auch die Replace-Methode mit dem Kram. Und da werden wir jetzt erstmal wieder einen Filter draufsetzen, nämlich filters.eq, wo wir erstmal nach der UID in der Datenbank suchen, damit wir halt auch nur ein Spielerobjekt bekommen. Hier müssen wir jetzt ein Dokument übergeben und hier hinten kommt wieder der Single Result Callback zum Beispiel hin. Hier gibt es noch ein Update Options und Replace Options, kann man auch noch mit einbauen, aber brauchen wir jetzt in dem einfachen Sinne jetzt nicht. High Single Result Callback, den erstelle ich mir auch mal wieder mit dem, was wir dann hier haben. Mal kurz gucken. Aus dem Single Result ein Update Result will er haben. Den machen wir eben nochmal rein. Update. Result, ich schließe mal das Fenster hier. Das dürft ihr jetzt, glaube ich, einmal ganz kurz nicht sehen. Das lasse ich eben generieren, dann formatiere ich das nochmal eben schnell. Replace in die nächste Zeile. Hier haben wir den Filter drin, hier wird das Dokument übergeben. Jetzt sollte man das alles sehen. Und wir sehen, das Dokument ist noch null. Das müssen wir uns jetzt erstmal mal erstellen. Und mir fällt gerade auf, uns fehlt hier noch was. Wir benutzen nicht den Player. Nein, wir übergeben hier das User-Objekt, was wir updaten wollen. User. Dann können wir hier drüber, mache ich nochmal wieder weg, user.getUID, haben wir die UID des Spielers. So, jetzt brauchen wir noch ein Dokument, das JSON-Dokument aus dem Spieler. Und da werden wir jetzt mit JSON wieder arbeiten. Also wir machen unser Dokument, so, nenne ich Dokument, ist gleich plugin.getJSON. Da haben wir das JSON wieder. Müssen wir erstmal wieder from JSON in eine Klasse kompilieren. Hier geben wir gleich unser JSON an und hier geben wir jetzt schon mal einmal die Dokumentklasse über, Dokument.class. Und somit würde das JSON in die Dokumentklasse gefügt werden. Hier machen wir jetzt nochmal einmal plugin.getJSON.toString, toJSON und übergeben unser User-Objekt, das wir in der Parameterliste hier oben übergeben. Und somit bekommen wir jetzt das User-Objekt in die Dokumentenklasse. Die können wir dann hier ersetzen. Das Ganze mache ich jetzt nochmal zu einem Lambda einmal drum und können wir hier drin arbeiten. Und in dem Sinne
Ich guck mal nach, was kriegen wir über T-Nummer alles zurück? Brauchen wir eigentlich nichts. Ja, gibt es jetzt ein Match-Count, Modify-Count, Upset, aber da brauchen wir jetzt so einfach jetzt gerade nichts. Wer da mal ein bisschen rumgucken will, kann damit arbeiten, aber für den einfachen Zweck brauchen wir es nicht. Heißt, jetzt können wir hier wieder unseren Consumer oben aus der Parameterliste nehmen, wieder accepten und den User wieder zurückgeben. Falls man nochmal wieder mit dem User arbeiten will, das mache ich jetzt wieder in die andere Zeile, da steht ja nichts Großartiges drin. Einmal nach vorne gehen und das jetzt einmal eindrücken. So, heißt, wenn der vernünftig replaced wurde, kriegen wir auch das User-Objekt wieder zurück, was wir ihm gegeben haben, weil das sollte dann ja auch in der Datenbank stehen. Heißt, das können wir speichern und ja. Dann würde ich nochmal eine Kleinigkeit mit einbauen. Dafür gehe ich nochmal in die Hauptklasse hier mit rein. Unser ganzen Testkram, das minimiere ich mir jetzt mal einmal, weil aus dem Auge, aus dem Sinn. Wenn wir dann nochmal später mal was nachgucken wollen, haben wir das hier drin stehen. Und so haben wir es nicht mehr so, ja, sichtbar. Wir werden jetzt mal mit den Custom Data arbeiten. Heißt, dass das User-Objekt nicht immer, sage ich mal, neu aus der Datenbank gelesen wird. Weil wenn wir es einmal haben, können wir damit arbeiten und das beim Disconnecten, beziehungsweise wenn er gekickt wird, wieder abspeichern. Dafür mache ich jetzt mir einmal noch mal in der Hauptklasse zwei Methoden. Nämlich einmal public void remove metadata. Da brauchen wir einmal den Spieler. String key nenne ich das Ganze. Und ebenfalls, ich will den Spieler importieren, public void set metadata. Die Metadata des Spielers, das habe ich schon mal in einem anderen Video gezeigt, sind so gesehen, ja, wie ein Zwischenspeicher, wo wir wirklich alles mögliche ins Spielerobjekt direkt reinpacken. Nach einem Reload bzw. Serverneustart sind die dann wieder entfernt. So, String, und hier gebe ich ein Objekt über, dass wir theoretisch auch komplette Klassen drin speichern können. Und ja, als erstes hier führen wir einmal unsere Remove-Metadata aus, weil wir wollen ja nicht tausendmal die gleiche Metadata drin haben, deswegen soll er die am Anfang einmal löschen und dann wieder neu setzen. Das machen wir jetzt mit player.setMetadata. Da müssen wir den Key angeben und hier hinten will er eine Metadata Value haben. Dann machen wir New Fixed Metadata Value, weil wir einen festen Wert eingeben und das Plugin will er nämlich hier haben, deswegen schreibe ich die in die Hauptklasse und können hier einfach this reinschreiben und hinten unsere Objekte übergeben. So, dann haben wir die Sache fertig und hier oben schreiben wir nur noch kurz rein if player.hasMetadata. Wenn er die Metadata hat, dann können wir jetzt sagen player.removeMetadata. Was das Ganze jetzt gleich noch für Vorteile hat, das werde ich im Laufe der Parts dann nochmal zeigen. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt gleich schon drauf kommen. Mal gucken. Auf jeden Fall, da haben wir unsere beiden Metadata-Sachen, damit wir das Spielobjekt cachen und also im Spielobjekt direkt cachen und nicht noch elendige Hashmaps und Arraylisten, wo es dann noch die Fehler geben könnte, dass die nicht richtig gelöscht werden aus der Hashmap. Und deswegen mache ich das persönlich auch weitaus lieber mit den Metadata, weil wenn es begeht, beziehungsweise manchmal sowas schon bietet, dann arbeite ich auch damit. Wieso nicht? So, dann können wir nämlich jetzt einmal zum Beispiel hier reingehen. In das Login. Ja, das ist sogar ganz gut. Dann können wir nämlich jetzt sagen plugin.setMetadata Player. Hier wollen wir einmal UserData speichern. Und da geben wir unsere User-Klasse an. Und die werden wir uns jetzt gleich noch noch ein bisschen verbessern. Und zwar werde ich jetzt einmal in den Backmenschen was updaten. Und zwar gucken wir jetzt hier einfach direkt vorne einmal nach. Nämlich, wenn der Spieler die Metadata User-Data hat, dann soll er nicht unbedingt nochmal wieder alles neu aus der Datenbank holen, etc. Wenn er nämlich das hat, dann können wir es auch lokal weiterverwenden. Und das können wir jetzt wie folgt machen: Wenn das Dings da drin ist, dann können wir das Ganze nämlich jetzt uns rausholen. Und zwar mache ich jetzt direkt mal consumer.accept und können wir jetzt schreiben, das müssen wir einmal zum User casten, weil wir das ja als Klasse reingespeichert haben. Und machen jetzt player.getMetadata. Da können wir jetzt den Namen wieder angeben, also userData.get0, weil das eine Metadata-Liste ist, weil wir wollen das Nullte daraus haben. Und das kann man jetzt as string, as byte, bla bla, alles mögliche machen. Aber weil wir eine Klasse drin haben, müssen wir value nutzen. So, hier mache ich noch vorsichtshalber einen return rein, dass er unten nicht noch weitermacht. Und kriegen hier oben direkt das Objekt zurück.
Und ja, mit dem Updaten können wir jetzt wie folgt auch nochmal was machen. Und zwar, wenn da geupdatet werden soll, können wir einfach sagen, können wir einfach direkt aufs Hauptplugin zugreifen. Plugin, beziehungsweise das können wir unten reinschmeißen, sobald er das überhaupt geupdatet hat. Machen wir das hier vorne drüber, nämlich plugin.setMetadataPlayer. Wieder unsere, Player haben wir hier gar nicht, fällt mir gerade mal auf. Dann müssen wir uns den jetzt nochmal einmal holen. Das machen wir auch nochmal eben. Und zwar, Player ist gleich plugin.getServer.getPlayer mit der UID, UID.fromString, damit wir die UID, beziehungsweise den String der UID wieder zu einer UID casten, beziehungsweise konvertieren. Wir können jetzt hier einmal abfragen, if player not gleich null. Dann mache ich das hier nochmal dran. Und player.isOnline. IsOnline sollte doch geben, genau. Vorsichtshalber mit rein und dann können wir das jetzt hier rausnehmen, da reinpacken. Und vorsichtshalber, ich muss mal wieder ein bisschen. So. Wollen wir die dann in die Metadaten des Spielers neu schreiben? Wie haben wir das jetzt genannt? Wir hatten das User Data genannt. User Data und übergeben hier wieder unser User Objekt, was wir hier oben ja bekommen zum Updaten. So, haben wir das fertig? Wir sind ja doch schon. Dann werden wir im nächsten Video die Stats machen. Haben wir das hier mit drin und ich mache jetzt nochmal zwei Listener. Und zwar add EventHandler. Public void on player join. Quit machen wir. Player quit event. Event. Und machen wir das da überhaupt rein? Ich bin gerade am Überlegen, weil wir jetzt hier oben gerade das ja hier schon mal updaten. Aber das können wir doch so machen. Wir müssen halt jetzt hier erstmal gucken. Holen wir jetzt einmal den Player. Player ist gleich event.getPlayer. Und if player.has Metadata User Data haben wir es genannt. Dann können wir das jetzt nochmal anders machen. Das nehmen wir hier auch mal raus. Das schmeißen wir auch direkt mal ins Backend mit rein. Packen wir hier mit rein. Dann wird der User da reingeschmissen. Genauso wie wenn der erstellt wird, möchten wir das auch bei dem Spieler reinschmeißen. Dann haben wir das da auch raus. Wenn der Spieler jetzt diese Metadata hat, beziehungsweise wenn er die nicht hat, machen wir es andersrum. Wenn er die nicht hat, dann soll er einfach return. Sollte nicht passieren, dass er keine hat. Aber gut, fragen wir vorher ab. Dann holen wir unser User. User ist gleich User, müssen wir ja wieder casten. Player.getMetadata, UserData. Get 0 und wieder die Value. Dann können wir es wieder zum User casten. Und genauso können wir das Ganze jetzt Plugin.getBackendManager. UpdatePlayer. Geben wir unser Dings an und können wir hier wieder den Consumer machen mit dem User. Und theoretisch hier jetzt noch was machen, wenn der User geupdatet wurde. Updated User. Nennen wir das so. Können wir hier noch was ausgeben, beziehungsweise irgendwas machen. Ich glaube, das können wir sogar ganz gut machen. Und zwar machen wir jetzt Plugin.remove Metadata Player User Data. Also nach dem Updaten soll das rauslöschen, damit er das, wenn das Spieler den Server neu betritt, die Daten neu lädt. Und das gleiche können wir vorsichtshalber auch nochmal kopieren und auf on player kick, weil das macht leider manchmal auch kleine Fehler. Wenn er gekickt wird, dass manchmal das Quit-Event nicht richtig getriggert wird. Deswegen machen wir das vorsichtshalber auch nochmal mit rein. So. Somit haben wir das Ganze jetzt auch schon fertig. Dann wird das nächste Video über Stats sein, wie in dem MySQL-Video damals. Und dann würde ich mal sagen, bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Lasst gerne mal einen Kommentar da, was ihr alles noch in der Serie sehen wollt, beziehungsweise was ich hier gesagt habe, ob wir das Ganze dann später in so ein Lobby-System umkonvertieren. Und ja, was ihr allgemein noch in der MongoDB-Serie sehen wollt. Und noch dazu gesagt, in der Beschreibung stehen alle Social-Sachen, wenn ihr da mal vorbeigucken wollt. Genauso, lasst gerne mal ein Like da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Na, bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüssi!